Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir machen jetzt weiter, haben ja ein paar Informationen über Harlow rausgeholt. Die ist sonst nie zu spät. Na, die ist nicht da. Sie wollte in den Eberkopf. Oh Vielleicht ist nein. sie ja dort. Wir haben jetzt ein paar Beweise gesammelt, um Nati quasi zu berichten, ne, damit wir Harlow und hinter Gitter bringen. Und jetzt ist sie verschwunden. Oh. Da bin ich mal gespannt jetzt, was jetzt passieren wird. Sollen wir wieder vom Keller Nati hier? muss hier irgendwo sein. Hier lang, okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob natürlich jetzt was passiert ist. Der Eberkopf, der namensgebende. Revelio. Da ist eine Handbuchseite, habe ich gar nicht gesehen. Wandmontierter Eberkopf. Dieser an der Wand montierte Eberkopf verdreht die Augen und rümpft die Nase, ob der zwielichtigen Atmosphäre und der doch eher interessanten Kundschaft im Gasthaus desselben Namens. Okay. Wo bist du, Nati? Oh. Hier ist auch noch eine Handbuchseite. Krass. Stege des Eberkopfes. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in den zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Aha. Wir sind gerade mal Level 30 und Level 34 müssen wir werden. Na. Nattis Das. Zauberstab. Oh. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Shit. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio. Hoffentlich. Da ist was. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Was bist du denn für einer? Wo ist denn die gute Nati? Sie muss ja irgendwo hier sein. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Aschwinderversteck. Und jetzt aus so einem Keller wird wieder eine riesige Höhle oder ein Raum. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Oder auch nicht. Es muss noch einen Weg geben. Legioso. Nein, wir brauchen Akio. Akio. Geheimgang? Öffne dich. Eine Geheimtür. Krass, okay. Revelio. Cool gemacht. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Das meine ich, wie groß der Raum Ich muss jetzt sie auf schnell einmal wieder finden. ist. So, dann gucken wir mal. Ich sollte unentdeckt bleiben. Dann machen wir uns mal unsichtbar. Ist das Harlow? Okay, wir haben jetzt zwei optionale Quests und eine Hauptquest. Finde Nati und die Agabus Pilwerts Gedichtband und Otto Dibbles Liebesbrief. Gwendol und Su. Boah, was ist denn das für eine? Gwendol und Su. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns einfach hier durchkämpfen sollen. Ich glaube, wir kämpfen uns durch. Auf die gute alte Tour. Imperio-Zauber, Defindo und Bombarda. Los geht's! Boah, der ist aber stark. Wir haben keine Heiltränke, scheiße! Ich hab nicht drauf aufgepasst jetzt. Bombarda! Verdammt, wir sind tot. Okay, das war's. Jetzt ist die Frage, ob wir das ohne Heiltränke hier schaffen. Ich habe nicht aufgepasst, dass wir keine haben. Ich denke mal schon. Ich denke mal schon, Leute. Wir lieben die Herausforderungen. Wir können natürlich auch... Ja, komm, wir gehen einmal schnell zum Raum der Wünsche. Jetzt geht's natürlich nicht, weil ich erstmal hier raus soll. Möchte den Auftrag... Nee, nicht abbrechen. Auftrag nicht abbrechen. Nein, nein, nein. Wir machen weiter. Okay, wir ziehen Nati einfach muss hier durch. Vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Wir haben ja auch noch sonst Venamosa Tentacula Pflanzen. Ich Kann ich auch mal bleiben. benutzen.
Können wir mal benutzen. Mit den Benamusa Tentacula und so. Die helfen ja auch. Nicht klappen. Das Mädchen als Imperium. Wir können auch Expelliarmus uns nehmen. Niemand wird kommen. Ah, wir können auch so entspannen einfach. Mit dem Imperio-Zauber die quasi aufeinander hetzen. Sehr geil. Ich glaube, aus der Ecke heraus können wir ein paar erledigen, ganz easy. Protego! Come on! Hinter dieser Ecke verstecken, das ist gut. Imperio. Dann haben wir zumindest einen Gefolgsmann mehr. Okay, ich glaube, wir haben's. Boah, ist der stark, Leute, der hält ja nicht was aus. Ich habe dich den ganzen Tag. Ist das alles, was wir heute haben? Ein paar Heiltränke, sehr gut. Die halten ja ordentlich was aus hier, ne? Aber man muss nur echt nur wissen, wie man die bekämpft. Hier in diesem in dem Gang da ging das ja doch schon easy. Boah, das ist eine dicke Truhe. Und da ist auch noch eine Handbuchseite. Also zumindest die Sachen, die Agabus Filmwerte, Gedichtsband und das Liebesbrief. Wir haben was Legendäres gefunden. Oh Mann. Geil, 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 geil. Müssen wir nachher mal alles ausrüsten. Wir brauchen hier Depulso, glaube ich, ne? Depulso. Okay. Zerstört. Hier geht's aber auch weiter. Wir gehen erstmal hier lang. Wenn wir denn durchkommen. Jetzt. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Finden wir Nati. Revelio. Hier ist eine Truhe. Impulso. Komme ich nicht raus, okay. Dann geht's diesmal hier lang. Da gehen wir auch nochmal durch. Mal schauen, was es hier so gibt. Revelio. Hier ist auch noch eine Truhe. Und natürlich Gegner. Die muss hier irgendwo sein. Ja, sie muss auch irgendwo hier sein. Was ist das denn für ein Raum? Da ist jemand eingesperrt. Nati ist da. Revelio. Die haben Nati echt entführt. Was soll ich denn erstmal hier lang? Oder? Okay. Isk Rabe. Mr. Rabe. Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau. Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Nati kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Nehmen Sie meinen. Wir suchen Ihren, sobald Sie frei sind.
Ich brauche meinen Zauberstab. Einer, zu dem ich keine Bindung habe, könnte schlechter oder langsamer sein. Und wir dürfen nicht entdeckt werden. Ich gebe mein Bestes. War ja klar. Wo er sein könnte? Er ist in der Nähe. Ich spüre ihn. Verstanden. Ich finde ihn. Ihre Freundin Natti könnte mein Stab nicht beschwören. Mensch, anstatt Natti uns mal Hallo sagt, sie sagt ja nicht mal ein Hallo, dass wir hier sind. Revelio. Und freut sich ja noch nicht mal. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, Mensch. Da hätte ich mir doch schon ein bisschen mehr erwartet. Das erstmal anzünden. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber es war so auffällig. So, es muss ja hier irgendwo sein, weil ihr seht, das lilane, der lilane Kreis ist hier. Also muss es hier irgendwie Revelio zu finden sein, der Stab. Da ist was. Mr. Rapes Stab könnte da drin sein. Mal gucken, ob der wirklich da drin ist. Mr. Rapes Zauberstab. Ja, wir haben's. Er wird erleichtert sein. Mr. Rape, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Okay. Dann leg mal los, Mr. Rape. Das war ja nix. Das war ein Auto-Attack quasi. Habe ich jetzt mehr erwartet. Er hat uns so auf die Spannung getrieben, ne? Danke, Mr. Esco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Wir kommen hier allein raus. Nun gut, aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Okay. Sei kampfbereit. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Das sehe ich genauso, Nati. Schöner Raum. Also die Grafik ist wirklich Wahnsinn. Ne? Rebellion. Bei dem Game kann ich das wirklich nicht oft genug sagen. Ich liebe solche Grafikprachten, ne? Ich würde sagen, erstmal nach oben. Ob es richtig ist? Oh, doch, scheint richtig zu sein. Und da ist auch schon der Ausgang. Finden wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. So, jetzt haben wir wenigstens Nati gerettet. Da ist die Officer-Dame. Natsai Onai. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Isco Rape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass Sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer. Natti und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Sie haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natti. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt, ich bin ihnen dankbar für ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Die Behörden waren keine große Hilfe. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Okay, schade. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Damit haben wir die Aufgabe dann auch mit Natsai Onei abgeschlossen. Ja, Level 31 ist nicht mehr allzu weit weg, aber das wird echt noch dauern, Leute. Bis wir dann endlich
ja, höher kommen. Um das Hauspokal-Quest anzufangen oder abzuschließen, das ja im Hogwarts, müssen wir nun mal an der Welt 34 sein. Ich würde sagen, das lassen wir mal in den nächsten Folgen machen. Es wird wohl doch ein bisschen länger gehen, das Let's Play, denn wir wollen ja noch das Hauspokal machen, ne? Sonst kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht Level 34 sind. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, danke, vielen Dank. Abo gerne da lassen und einen Daumen und sage dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.